Hallo liebe Leute, mein Name ist Ivan, herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ja, willkommen und wir haben heute jetzt drei Gäste mit dabei. Ich habe mein Sandsturm-Team dabei, wir spielen heute gegen Dogos, ich habe den Meier, den Adrian und den Aquana Gaming YouTube, ne, habe ich alle drei dabei. Alle drei. Aber der Meier, ja, der ist gerade ruhig. Und, das Meier, also bevor, Dogos, bevor du, wenn du das besser sehen willst, die werden mir nicht helfen, die werden nur zugucken. Und versuchen mit zu kommentieren, richtig so mäßig so Show, ja, Pokémon Battle Revolution like. Wir haben auch, also damit ihr es wisst, wir haben gerade auch schon versucht zu kämpfen, aber, wie soll ich sagen, leider ist die Verbindung abgebrochen, das heißt, wir kämpfen jetzt nochmal. Und diesmal versuche ich es einfach besser zu machen. Ein Uber dabei. Ja, aber das ist jetzt nicht so dramatisch gerade. Ich habe ein Sandsturm-Team, damit müsste ich das eigentlich hinkriegen. Okay. Ich hoffe es eigentlich. Ich habe im Moment Dennis noch gemutet. Bestimmt ist er jetzt voll sauer und sagt, dieses Arschloch. Ich weiß nicht, ich habe ihn auch gemutet. Ehrlich? Ja. Oh, nee. Ich muss Dennis muten, warten. So, ich habe mit Despotar geliedet, weil ich einfach, Safe den Sand. Lol. Nee, nicht safe den Sand, aber ich habe gerade, hat er auch mit, seinem tollen Dings gliedert. Kyurem Black. Und ich hasse das Vieh ungemein. Ungemein. Das ist echt ein sehr starkes Mon, finde ich. Und ja. Aber Sami kann mir gar nicht so viel, weil mein Sandsturm Go hat einfach eine super hohe Special Attack. Ich spiele das nämlich als Wall. Mit der Soul Fist oder ohne? Ohne. Ich spiel's mit Überreste. Ich werde ja jetzt. Also im Prinzip habe ich nur zwei Möglichkeiten. Er wird A, ein Siedewasser raushauen oder B, ein Ice Beam. Ich gehe auf ein Siedewasser. Ich werde jetzt einfach mal hoffen. Obwohl, ich könnte auf ihn. Doch, ich gehe für einen Knirscher. Ich bleib drinne. Du musst mal einen speziellen Mix in den Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Burn kriege. Das wäre echt, echt traurig. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Burn kriege. Ja, das reicht jetzt nämlich nicht mehr aus. Deswegen spiele ich Mixed Despotar. Es reicht einfach nicht mehr aus, sonst hätte das locker flocke ausgereicht. Ist aber nicht schlimm. Ich werde jetzt einfach predicten, dass er da nochmal drauf gehen will. Easy predicten. Und easy werde meinen Toxicroak reinschmeißen, weil das hat Trockenheit. Das heißt, ich kann das safe reinbringen. Ja, Toxicroak und Elisar sind echt gut im Sandsturm. Ja. Helfen also, einem einfach. Ich habe auch schon viel überlegt, ob ich vielleicht Knackrad mal rausnehme oder mein Mammut. Also Mammutier bleibt auf jeden Fall. Fred bleibt. Ja. Fred bleibt. Ich weiß noch nicht, ob ich rausnehme, aber eigentlich würde er jetzt safe für einen Konfusionsstrahl als ab. Was ist das für ein Starmie? Oh mein Gott. Oh lol. Nicht sein Ernst. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Starmie. Nein. Mir gefällt das Starmie. Nein, mir überhaupt nicht. Das ist ja nicht so cool wie ein Scarfter, aber. Egal, ich geh jetzt einfach auf. Ich geh jetzt einfach auf den Tiefschlag. Bitte komm durch, bitte. Bitte, Krötenkönig. Bitte. Krötenkönig. Krötenkönig, super. Oh, und Krötenkönig. Ja, jetzt kommt. Komprimator! Was? Lol, wie kennst du Alter, AG. AG! Oh lol. Ich krieg gar die Krise. Aber die Person, gegen die du jetzt kämpfst. Habt ihr nicht ausgemacht, dass ihr im Showdown regelt? Also Morgen regelt. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Das ist für mich gar nicht so schlimm. Aber er kann mir eh nichts machen, wenn er nur Siedewasser spielt. Wenn er jetzt auch noch Ding spielt, Siedewasser, Genesung, dann kann er mir nichts machen. Er kann mir nichts machen. Gar nichts. Ich geh mal für den Schwertens. Schreib mal bitte das Moveset für dieses Sami in die Kommentare. Bitte. Würde mich interessieren, ich weiß es nicht, ob, wenn jetzt wirklich keine Psychokinese drauf ist, kann er mir nichts machen. Das ist so dreist, Mann, dieses Komprimator. Komprimator, so hoch ist das Fuhren, das ist jetzt. Wer spielt sowas? Ja, die Österreicher spielen das. Ich glaube nicht, dass er Österreicher ist, aber. Ich will einfach jetzt die Verwirrung weghaben. Bitte. Komm schon. Die Verwirrung bleibt noch, bitte. Und ich krieg ein Schwertanz durch, nice. Jetzt vorhin hätte der dich. Ja, wenn er keine Psychokinese hat, kann er mir nichts machen. Ja, nice. Mua, ja, mua, mua. Da hat er ihn ausprediktet. Und ich gehe davon aus. Und ich gehe davon sehr stark aus, dass er nur Siedewasser hat. Ich glaube. Bitte sei nochmal eine Runde verwirrt und töte ich jetzt einfach.
Also ich glaube auch, dass er keine Psychokinese spielt, das hätte er eingesetzt. Nee, ich gehe davon aus, dass er jetzt Genesung hat. Gifty. Ja, doch, der spielt keine Psychokinese. Ja, er kann mir nichts machen, ich kann ihn einfach ausdolen. Das hätte er schon eingesetzt. Der dich aus mit der. Kann er machen. Ach ja, lol, das erhöht man. Oh nee. Ich bin Juwelenkraft! Was ist das? Warum Juwelenkraft? Okay, warte mal. Muss ich jetzt damit das Spiel? Das ist so gut, man. Das ist so gut. Kannst du damit überhaupt lernen? Ja, kann es. Kann es. Warum? Kann es. Wie? Das Macht ist, Stami nicht, das lernt Sternu. Stami kann das nicht lernen. Stimmt, aber wie macht das Juwelenkraft, der überlege ich gerade? Indem es Juwelen herbeiruft und mächtig sagt, hier! Es hat ein Juwel in der Mitte als Auge und du fragst dich, wie es Juwelen beschwört. Ich hau jetzt einfach nur den Sandsturm raus, damit er daran verreckt. Ich muss es auch so machen. Tut mir wirklich sorry. Tut mir sorry, Alter. Ja, es ist wirklich so, aber ich muss es machen. So, und jetzt könnte ich predikten sein Siedewasser. Eigentlich tut es gar nicht leid. Also, ja, eigentlich tut es nicht leid, der nutzt das förmlich aus. Oh, ich predikte sein Siedewasser. Ich predikte sein Siedewasser. Ich will es am predikten. Ja, ehrlich, das kommt jetzt, pass auf. Das kommt. Jetzt stirbt sein Krötenkönig. Ja, ja, naja. Konfus. Oh. Da hat der Krötenkönig wieder mit Vollgehalt. Ich brauch das noch. Vielleicht wird irgendwie Elisat besser als Toxicroak. Einfach weil man den Elektro-Typ, finde ich, braucht. Ja, okay, das stimmt auch. Und weil Toxicroak ein weiteres Typ. So, eine Runde wird er jetzt noch überleben. Also Protect. Nee, ich habe leider keinen Port. Das wäre zu geil. Ist ja auch Standard. Was? Ich mach mein eigenes Stami rein. Weil damit er nichts machen kann. Was? Stami? Ja, ich habe einen Stami als Spinner dabei. Für mich Turbo-Dreher. Ich nehme immer lieber Scherox. Ich nehme gern Scherox. Ich nehme gern Scherox als Spinner. Also als Default. Finde ich irgendwie besser. Okay. Das liegt schon mal zu. Hängt er erst nur in der Runde. Nee, das hängt er nicht, never. Ja. Jetzt ist nur die Frage, was schmeißt er rein, wenn er jetzt sein fucking. Das Ding doppelt im Pokémon. Jetzt kommt Kyurem wahrscheinlich rein. Das Vieh, ich hab da nichts richtig gegen. Ich hab da ehrlich. Lendo! Lol, nicht sein Ernst. Lendo. Lol, bei mir ist einfach die Bildschirmertragung gefreezed. Wenn er kein Scar. Wenn er. Jetzt, ja. Geht's wieder? Ja, ne? Ja. Wenn er jetzt kein Scarflando spielt, outspeed ich ihn und kann mit dem Eisschrein ihn rausnehmen. Und scheiße, das habe ich total vergessen. Und lol! Lol! Ich krieg noch eine Runde. Alter. Ich hab nur Eier. Ich hätte einfach nur drauf. Oh Mann. Komm schon. Komm schon in der Stern. Voll gut, ne? Was ist schwierig? Ach shit, er würde jetzt raus. Oh, bitte. Ja! No. Ja! Das ist tot. Ninja-Stern des Todes! Warum einfach Schuriken? Warum Ninja-Stern? Okay, stimmt, Schuriken hätte ich es auch nennen können. Scheiße! Oh, ich hab total vergessen, dass ich Konfusion noch mal drauf hab. Was holt er jetzt rein? Was Konfusion auf Stun? Oh, dann ist es ein Kyurem Black. Ich hasse das Vieh. Okay, Kyurem Black OP. Ja, es ist scheiße. Wenn er so rein weg, dann hat es Scarf, sag ich. Das Problem ist, ich gehe davon auch aus, dass. Ich gehe da nicht von aus, weil ich das schon vorhin einmal gesehen habe, dass es kein Scarf ist. Langsamer. Ich habe jetzt echt Probleme. Ich habe wirklich nichts Safes gegen das Mon Dogus, muss man auch ganz klar sagen. Ich finde das immer noch echt mies, dieses Mon, weil ich das überhaupt nicht mag und weil das echt stark ist. Ja, aber keine gute Eiter. Aber ich kann zumindest mir noch die Tarnsteine wegspinnen und würde meinen Stami dann opfern. Wäre jetzt so meine Alternative. Was ich auch versuchen kann, ist, dass ich mit dem Siedewasser drauf, glaube ich, auch schon überlegt. Auf den Burn hoffe, wäre aber auch nicht so ratsam. Also von daher. Ich würde auf den Eisstrahl gehen und hoffe, dass es fehlt. Nee, ich gehe auf den Turbodreher, damit ich meinen Tarnsteine safe rauf. Aber ich muss nur durchkommen. Oh Gott. Die hat sich. Oh Gott, und da kommt Kreuzdanner. Der wird reichen. Der wird sicher reichen. Als ob der nicht reichen würde. Als echt. Also, der wird 100%ig reichen. Oh Mann. Sami stirbt sowieso bei irgendwie allem, was es trifft. Also. Ja. Was ich jetzt nur machen kann, ist.
Sandsturm rauszuschmeißen. Sandsturm. Lass mein Despotar hier sterben und bring dann mein Knackrad rein in der nächsten Knackrad. Runde. Aber das ist lang. Ja. Du bist natürlich mega. Gut. Das wäre so jetzt meine, also die einzigste Möglichkeit. Ja. Ich bin schneller. Lol. Hm? Ich bin schneller. Lol. So, Verteidigungsswap, der ist gut. Damit nehme ich's raus. Das ist doch so schnell. Das ist Black doch so langsam. Ja, das wundert mich auch gerade, dass Cure, dass ich gerade also mit meinem Despotar. Guck ich jetzt kurz nach, wie schnell ist Cure und Black? Ich guck, wenn ich jetzt einfach schneller bin mit meinem Knackrad als Despotar, dann werde ich das auf jeden Fall outspeeden und kann es mit einer Dingsklau rausnehmen, weil er sich im Wutumfall gelockt hat. Ja, ja. Okay, ja, und. Tot. Ja, ich werde es outspeeden. Ich werde es outspeeden. Das kommt der epische Moment, Knackrad kommt rein, Knackrad stirbt, weil es nicht outspeedet. Nein, ich werde es outspeeden. Der Spitzname ist gut. Lappelknappe. Ich werd's outspeeden, hundertprozentig. So, ja, und jetzt gehe ich in eine Mega-Entwicklung und gehe für eine Drachenklaue. Ja, ich bin in der Animation. Und das müsste reichen. Er ist in Wutanfall gescarft. Und hat einen Verteidigungsswap gelockt. Entschuldigung, im Wutanfall gelockt, hat einen Verteidigungsswap, der wird ausreichen. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein richtig starkes Mon weg. Ja, das reicht zu der Prozent aus, ein bisschen Sand noch aktiv. Und solange ich den Sand noch habe, kann ich da noch mit richtig viel reißen. Was mir nur ein bisschen diese Probleme bereiten wird, ist Dialga. Das ist eine echt verdammte Scheiß-Wall. Und jetzt kommt auch rein. Okay, Dialga. Wir werden Freunde, ich merke das schon. Das Problem ist, ich spiele hier kein Erdbeben drauf. Das ist wieder schon mein nächstes Problem. Was dann bitte? Steinkante für Flugmons. Eisenschädel für Fee, weil es im Wandschuh mit der Fähigkeit verstärkt wird. Und Aeoras für Kampf-Pokémon. Weil Knacker traue Haut hat. Das Einzige, was ich halt jetzt machen kann, ist auf eine Drachenklaue gehen. Ich kann nichts anderes machen. Kurze Frage, kurze Anmerkung. Despotar war ja schneller als dein. Als das. Kyron Black. Zeitleer. Er hat auf Kyron Black kein Init Investment. Das muss in der Runde aussehen. Kein Init Investment, never. Mm-mm. Nee, weil Kyron Black hat eine 95 und Despotar eine 61er. So, jetzt wird's nochmal spannend, weil. Jetzt muss er aber eine Runde aussetzen. Mit Zeiten lernen? Mhm. Ja, kann ich mal Mountain nämlich reinschmeißen. Deswegen wird's spannend. Gut. So, und mit Mammutel müsste ich jetzt mit ein bisschen Glück draufhauen können. Bam! Tschüssi. Ein Erdbeben? Sage und schreibe nein. Ich muss irgendwann nochmal mein anderes Mammutel mitnehmen, mein anderes Fleet, weil ich besitze hier nur den Eisenschädel drauf und das hat mir schon ein paar Mal gezeigt, dass das scheiße ist. Ich muss Erdbeben drauf machen. Aber ich vergesse das immer wieder auf mein Fred, oder ich habe mehrere Freds, ja. Aber ich nehme irgendwie immer das mit. Mit Eisenschädel. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß es nicht. Eisenschädel ist ja so gut und Erdbeben so schlecht. Ja, und das Problem ist, ich treffe das Mon jetzt wieder. Okay, hätte ich Erdbeben gemacht, okay, aber ich muss hier raus. Ja. Ich kann jetzt nur noch mein Glauja reinbringen. Glauja. Lass mich raten, das ist ein Hypoterus. Ja! Oh. Voll süß, ne? Ich hab dann wohl jemand Madagaskar gesehen. Ja, voll süß, find ne? Finde ich gut, ja. Ja, aber auch so eine Spitze, aber ist noch besser als meiner. Das Problem ist, ich weiß es nicht. Oh Leute, er geht wirklich um Erdbeben. Mein Vieh heißt Horror-Hippo. So, und jetzt kann ich. Jetzt kann ich genau das machen, was ich richtig gut finde, ist. Ich kann die Tarnsteine rausschmeißen. Und hau in der nächsten Runde den Brüller raus. Wenn das so klappt, wie es sollte. Und er wechselt raus! Nice! Nidoking kommt rein. Ein King auf Nido. Oh, schade, das ist nicht shiny. Ich weiß nicht, ist ja, das ein Scarf Nidoking? Ist jetzt die Frage. Wenn er Scarf Hero Black spielt, dann schätze ich glaube schon. Weil irgendein Scarf hat er, glaube ich, schon. Ich gehe mal für einen Body Slam, vielleicht kriege ich die Para. Ja, man muss nicht immer ein Scarf verspielen, das ist so Giftspitzen. Es ist nicht Scarf, ne? Ich hab noch nie Lidoke mit Giftspitzen gesehen. Wenn ich jetzt natürlich die Para kriege, wäre natürlich richtig awesome. Okay, 30%ige Chance. Oh, Gifthorn, oh nein. Ich war rohe Gewalt, oh mein Gott. Scheiße, ich hab aber auch so eins. Ich hab auch sogar eins mit Rivalität. Ja. Was macht Rivalität? Erhöht den Angriff, wenn das Pokémon vom anderen Geschlecht ist, und das Pokémon vom gleichen Geschlecht ist, senkt es deinen Angriff.
Ja, okay. So, ich heile mich jetzt erstmal hoch, weil ich kann das jetzt safe runterspielen. Mit meinem Hippotas. Mit meiner Gloria! Und der kriegt also, der Name ist echt gut. Was? Ist wirklich super. Der Name ist gut, der ist richtig super. Ja, ne? Kann man schön, ja. Schön sauber, flockig, lockig wechseln. Ist man gar nicht gewohnt von dir. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, brutal anders, brutal anders. Yves, eine Frage. Spielst du was auf irgendeine Pokémon deinem Team Erdbeben? Ja, auf Despotron. Ich weiß, das ist zu wenig. Auf dem einzigen Pokémon, wo kein Bodenstep drauf ist, spielt er Erdbeben. Okay, ich hau nochmal Body Slam raus. Respekt, Yves. Also auf Hypoteros hätte ich wahrscheinlich schon Erdbeben erwartet. Ja, aber ich mach einfach mit Glaube gerade Nidoking fertig, Alter. Hornattacke, lol. Hornattacke nicht lecker. Nein, das ist. Nidoking hat er gerade gefangen. Die Hornattacke, das ist das Hornbohrer, ne? Das ist eine K.O. Attacke. Ja. Ich glaube, dieses Nidoking wurde gerade gefangen so. Und ich hab nicht wirklich drauf geachtet, dass ja, das wir machen es jetzt anders. Ich hau jetzt schon den Brüller raus. Weil ich das Glurak jetzt schon so gut es geht, Damage zufügen möchte. Bis er trotz Para immer noch schneller ist. Und er kann, wenn er jetzt gleich reinkommt, wird auf jeden Fall an den Tarnstein sterben mit Nidoking. Glurak kriegt jetzt von den Tarnstein Damage und ich kann in dieser Runde noch einmal für einen Body Slam gehen. Oder ich gehe meinen Toxiquark und kann mit dem Tiefschlag es rausnehmen. Also von daher, ich stehe im Moment sehr gut da. Und deswegen gehe ich auch auf den Body Slam. Dann kann mir ja eigentlich nichts passieren. Eigentlich kann mir nichts gegen Logos passieren. Aber ich weiß. Oh lol, ist doch Glurak. X. Alter! Er ist das coolere Glurak. Ich mag das auch viel lieber. Dogos, dafür gibt es Style-Punkte, ganz klar bei dir. Aber ja. Ich finde X ist richtig ekelhaft, wenn sich das boostet. Dafür ja, ist Y cool. Tank ich. Ja, Mann! Warum nicht Feuerschlag? Jetzt gibt's eine Paare. Und Eve ist jetzt Erdbeben drauf, hättest du es besiegt. Hätte ich Erdbeben drauf, hätte ich es besiegt. Ja. Dann doch Nidoking wurde hinten können, das ist kein Gift. Ja, also, in der Tat. Okay, Tat. Ich weiß nicht, wird doch ein Eis. Wie. Na, nee. Ich gehe jetzt in Toxiquark. Was? Krötenkönig. Das geht auf Roost. Das wär bitter. Wird auf Roost gehen. Ja, aber damit sind die Stacheln verschwunden. Das heißt, ich kann mein Mammutär nochmal safe reinbringen, ohne dass ich da was kassiere. Deswegen. Ja, das ist die Giftspitzen. Nice! Giftschlag! Trifft und es reicht. GG. Der Roost fällt eben. GG. Ja, der Roost ist echt geil. GG, das ist gelaufen. Das ist gelaufen. Er muss jetzt sein Nidoking reinbringen, damit stirbt er auch hier an den Tarnstein. Er hat doch nur sein Nidoking. Ja, er muss es ja auch reinbringen und er stirbt an den Tarnstein. GG. GG. Auf jeden Fall gut gespielt war das. GG. Muss ich sagen. Ich hab alles zerstört und hat nur auf einem Pokémon Erdbeben. Ja, ich weiß, ich nehme mal das nächste ein anderes Mammutär mit. Nächstes Mal nehme ich Stardobor mit. Und ja, ich weiß nicht, da sind wir eigentlich schon mit am Ende bei diesem Fight. Und wenn euch das Battle gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ich weiß nicht, ob die Links der anderen in der Beschreibung sind. Weiß ich noch gar nicht. Ja nichts. Ja, so wie ich mich kenne, irgendwie so wahrscheinlich. Und, oder irgendwas falsch geschrieben? Ja, oder irgendwas falsch geschrieben. Ich bedanke mich bei Dogos für den tollen Kampf. Auf jeden Fall sehr spannend. Der erste wäre wahrscheinlich, glaube ich, noch spannender gewesen, weil da hätte ich mehr Probleme gehabt, definitiv. Und ja, ich weiß nicht. Wollt ihr noch was sagen? Käse ist geil. Ich mag keinen Käse. Und jetzt der letzte. Ja, wir gar nicht sehen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, liebe Leute.